Und damit... Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Ganz spannend habe ich beim letzten Mal die Folge einfach so beendet, ohne groß noch was zu sagen. Denn wir sind hier gelandet. Und wie es hier heute weitergeht, weiß ich noch nicht so ganz. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier so ein bisschen rum und gucken mal, was so Spannendes gibt. Ja, hier befindet sich ziemlich viel Müll. Hier auch. Renn dich um! Gerade. Oh, ich kann einfach durch. Okay. Ja, ich glaube, die sieht mich. Oh mein Gott, ist ja gut. Okay. Gesehen werden ist nochmal eine andere Geschichte. Okay, ich hab's kapiert. Mach die Maus aus dem Bild. Es tut mir leid. Und lauf, 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 lauf. Okay, okay, wir sind safe, wir sind safe, wir sind safe, safe, safe. Das... Also, dass die uns nicht gesehen hat. Ach du meine Güte. Stealthen? Weiß ich nicht, ob mir das zusagt. Oh, geh da rein. Bin gar nicht hier. Ich bin eine kleine, unsichtbare Katze. Ich existiere nicht. Ach du meine Güte. Dreht der sich hier weg, der Kollege, auch mal? Scheinbar nicht. Aber er kommt doch nicht hier rein. Das ist vielleicht der stechende Punkt. Hm. Hallo. Kannst du mir helfen? Ich habe diesen riesigen Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Okay. Der ist nach da unten gefallen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Durchgesprintet. Hier muss ich aber nicht hin. Kann ich euch destroyen? Oh, nee. Okay. Oh, mein Gott. Oh, du kannst mich auch hier oben sehen. Oh mein Gott. Ja, okay. Hör doch auf, was ist denn das? Du hast ja keine Chance. Also, wenn die dich einmal sehen, du bist ja tot. Einfach fertig. Aber nun gut, jetzt kommt auch mal ein bisschen Schwierigkeit ins Spiel, was ja bis jetzt ziemlich auf sich warten ließ. So, hier haben wir gesagt, müssen wir durchrennen. Zack. Weil der hier nicht bis hier reinkommt. So. Sind wieder hier. Und müssen... hier nicht wirklich hin. Also ich schätze mal, dass wir nach da müssen, aber... Oh, ich weiß, wie wir hinkommen. Okay. Okay. Ich weiß aber, wie wir hinkommen. Wir waren hier oben schon actually richtig. Und jetzt wird der Strom abgestellt und damit die Roboter. Nee. How do we get back? Oh, so. Das heißt, wir müssen uns... Oh, oh mein Gott, das ist immer so todesknapp. Der Roboter wirft hier einen schönen Schatten. Okay, wir müssen mit so einem... Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Mit so einem Ding auf jeden Fall mitlaufen. Perspektivisch macht das Ganze Sinn. Ich glaube, je weiter weg ich bin, desto krasser fällt der Kernschatten aus, oder nicht? Oder vielleicht auch nicht. Na doch. Okay, jetzt hier, zack, zack. So. Und rüber. Ja, wundervoll.
die gar nicht einschüchtern lassen von dem Ding. Oh, wir müssen auf die other side. Ja, okay. Oh, die Stealth-Mission, die kicken. Tag, ich arbeite hier. Das sind Laserstrahlen. Das geht einfach so. Ich sag, das ist eine Lüge. Okay, hier hat es gesaved. Das ist die Atom Battery. Was habe ich gemacht? Aus. An den muss ich. Ich weiß aber nicht wie. Das hat gar nichts gebracht, glaube ich. Also ich schätze mal, Komma, dass die alle aktiviert sein müssen. Also hier drin ist auf jeden Fall einer. Der Hebel kaputt, aber da kommen wir nicht hin. Was würde passieren, wenn er hier runtergeht? Was ist passiert, wenn er mir folgt? Wobei, das könnte doch auch die Lösung sein. Nee, es müssen alle drei. Gut, aber dann, kann ich vielleicht von dem hier... Also abgesehen davon, dass es sehr skurril ist, dass dieses Ding mir folgt, können wir das usen, um nach hier oben zu kommen. Und mir einen Kameraperspektivdreh zu bekommen. Dann ziehen wir hier am Hebel. Aktivieren den Kollegen. Der stellt sich hier hin. Das ist der Scam des Jahrhunderts. Ich sag's, wie es ist. Oh, wir können jetzt mit dem Fass... Boah, ich liebe die Rätsel in dem Game jetzt schon. Wenn die Rätsel so bleiben, wirklich auf dem Niveau, krass. Ich weiß, dass es nicht schwer ist. Jo, was war das? Aber ich feiere es des Todes. Oh, da passiert was. That's not good at all, I guess. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine die Batterie geben. So. Was ist mit dem Game los? Also da laggt es ja des Todes weg. Sorry, guys, für die Lags. Ich weiß nicht, an was es liegt. PC ist noch nicht tot. I hope. Okay, wir laufen. The thing is, wir müssen jetzt einmal die komplette Stadt. Und ich bin mir sicher, dass das nicht allzu einfach wird. Nimm alles zurück, was ich gesagt habe. Oh mein, nein. Ah! Ja, okay, tot. Sorry. Beleid, sorry. Also, das wollte ich natürlich nicht. Ich will natürlich niemandem zu nahe treten. Es tut mir unfassbar überhaupt nicht leid. Ich hasse euch, das bin ich. Ich bin hier ganz am Anfang. Okay. Das heißt, dann gibt es wieder Stealth-Mission. Die Stealth-Mission
Ich vergleiche jetzt mal diese Stealth-Mission mit den Stealth-Missionen von FNAF. Von Security Breach. Diese Stealth-Missionen hier sind geisteskrank spaßig. Kann man leider nicht anders sagen. In der Hoffnung, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Der Rest ist jetzt nur noch nach oben sprint. Das war dumm. In die Kiste, in die Kiste! Weil dann findet er mich nicht mehr. Okay, aber er sieht mich sowieso nicht. Weiß wie, aber ich weiß nicht wie. Kann, ne. Du machst die ganze Zeit You Spin Me Right Round, oder was? Ja, also... Nee. Oh mein Gott. Ihr seht mich gar nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin... Wir wissen, dass ich hier bin, oder? Ich hab die hier auf der Seite nicht gesehen. Die hier war ja klar, die dreht sich, aber die... Oh mein Gott. Mies. Ja, aber easy going. Hallo? Lauf doch. Hier ist niemand. Okay, wir sind durch, wir sind durch. Also was heißt, wir sind durch? Wir sind nächste Etage. So. Sorry, so müssen wir es ausdrücken. Wir wissen, ob hier eine Kiste steht, bevor ich hier irgendein Risiko eingehe. Nein, tut es nicht. Aber ich glaube, hier gehe ich auch kein Risiko ein, wenn ich einfach den Weg hier rum nutze. Ja, und dann wird hier lang gesteppt. Ich muss da nicht hin. Bin lost. Muss ja hier rein. Okay, wir sind durch, wir sind durch. Okay, okay, wir sind safe. Wir sind completely safe. Wir sind durch. Wir können die Batterie abgeben. Wo warst du? Du warst hier links? Nein. Doch? Nein. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Das ist ganz ein spannendes Game. Muss ich hin? Oh, hier. Doch nicht? Da hoch. Oder was? Ja, auf jeden Fall. Y und dann... Ja, ja, genau. Ja. Hier ist jetzt... Hier ist... Irgendwie nicht. Das ist doch ein schönes Bild. Okay, aber hier wird nicht geschlafen. Hier wird diese unfassbar grausige Musik genossen. Kann ich doch aus. Da ist. Wo sind denn alle? Nein. Aber sass? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Hä, ist hier niemand mehr? Da kann man durch, oder? Hä, bin ich gerade so lost? Ja, lass sie uns finden. Das ist eine gute Idee. Aber wo denn? Clementine. Hm? Keine Spur von ihr. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detective spielen müssen, um herauszufinden. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und danach, was? Was ist das Erste?
Untersuchen. Das erste sind... So rum, wenn dann so... also das erste ist eine komische Blume mit Zwiebel. Komische Blume mit Zwiebel. Ich bin bei. Ich bin bei. Ich bin bei, ja. Ich bin bei. Okay, ich bin bei. Hier oben wissen wir das, was ist. War das Ding. Ich bin bei. Ich bin... Blazer? Ich bin... Die Lavalampe noch. Wo sind die? Hier drinnen vielleicht? Ja. Das ist die falsche. Das hier ist aber was. Nein. Aber wo ist denn die... Welche Lavalampe denn? Hier sind so viele. Da oben, die da. Ich bin bei Blazer. Nachtclub. Ich bin bei Blazer. Wir sind im Nachtclub. Ja, das habe ich gegettet. Blazer Nachtclub. Was haben wir noch vergessen? Dieses komische UFO. UFO. Das sieht eher aus, als würde es in dem Raum hier stehen. Nee, hier ruckelt's auch wieder ein bisschen. Hier war was, hier war was. War hier schon was? Hier war noch gar nichts. Hier muss ja auch was sein. Die komische Pflanze haben wir doch noch nicht, oder? Hier war auch nichts, gell? Ja? Kommt in den... Okay. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub. Ja, ja, okay. Wie komme ich in den Nachtclub rein? Oh, warte, heißt das, ich muss jetzt wieder... Exakt, das heißt... ich will hier runter. Ich kann hier nicht runterspringen, oder? Ich glaube nicht. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay, safe, safe. Oh, lauf, 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 lauf. Sprung. Sprung, lauf, 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 lauf. Und safe, safe, safe. Okay, in den Nachtclub müssen wir. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wo war denn der? Der war hier links, oder war der rechts? Ich glaube, der war hier links. Ich glaube nicht, dass der Türschutz ist rein. Hey Leute, ich glaube, wir müssen irgendwie hinten herumklettern. Ja. Das ist, glaube ich... Genug in... Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, wofür dieser Weg nach hier oben gedacht war. Weil wir so in diesen Club rein können. Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Ihr dürft nicht immer auf Kanten zurennen. Ihr müsst da manchmal aufpassen. Sonst fallt ihr eben nach unten. Fenster ist jetzt hier offen.
Ey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Komm, spring rein, hol dir was zu trinken. Let's go! Oh mein Gott. Party! Okay. Du merkst, dass wir eine Katze sind. Oh, ist das unangenehm, dieses Licht. Nein. Blazer. Wo ist denn Blazer? Hier hinter. Und hier rechts. Nein. Oh, on stage maybe? Ich weiß nicht, ob wir hier einfach hoch dürfen. Für uns ein sehr fragwürdig voll Blazer! Ja. Okay. Jetzt alle mal Hände hoch, ja. Nein, das ist er nicht. Ist er das hier? Nein. Hä? Bin ich lost? Sah ein bisschen tot aus. Ihr beide? Der hat einen Hebel. Ich kann da hoch. Okay, los geht's. Hardcore Party, woo! Ich kann hier aber nicht mit interagieren. Was ist denn das für ein Betrug? Ich brauche diesen Hebel. Okay. Du gibst mir jetzt den Hebel. Wir brauchen einen Drink für ihn. Meister. Also, so ein Kollege. Oh ja. Ich glaube, wir kommen storytechnisch hier weiter. Vielleicht auch nicht. Ich möchte auf jeden Fall was trinken, ja. Aber ich krieg nichts. Cool. Ja. Ich will doch was bestellen. Würde gerne was trinken, ja. Ich erzähl, der da weiß das jetzt. Ich brauch doch. Ach man. Kann ich nicht hinten irgendeinen nehmen? Das war wieder so klar, dass irgendwie sowas ist. Oh Gott. Das waren meine Armlehnen. Yeah. Die eine ist ein bisschen locker, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich hab jetzt. Nein! Das da. Das schmeckt wirklich, wirklich gut. Ja, guck mal hier. Da sind wir doch die bestesten Kollegen, die es gibt, habe ich gehört. Ein neuer Gegenstand errungen. Das klingt so, als hätten wir was sehr, sehr krass dafür getan. Dann lass uns hier... Steuerung bitte, Kamerad. Dankeschön. Dieses Ding deaktivieren. Das bringt uns was genau? Oh, er geht weg und wir können jetzt hier hin. Oh. Lief doch! Was ist denn mit ihm los? Okay, jetzt geht er dahin.
Wir können hier nichts machen. Der Kollege macht nichts. Hallo. Hä? Oh mein Gott. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin hier oben. Ich weiß nicht, ob ich diese Knöpfe drücke. Ich muss mir hier jetzt nicht ernsthaft einen Weg bauen. Den in der Mitte. Ja, so. Das ist doch Weg genug, oder? Was ist denn das? Wenn's einkracht, ich bin versichert. I guess wir müssen da hin. Warum es dafür jetzt eine Cutscene gab? Ich weiß es nicht. Aber wir sind hier angekommen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sie sich die Leute so sehr beschweren. Ich halt hier rein. Ich halt nicht hier rein. Also das hier sieht schon sehr wip-wip aus. Ah ja. Drei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie.